und lenken sie ab. Müsst mal sehen, wie blöd die NPCs gerade sind im Auto fahren, ne? Die Unidad. Rückwärts reinrammen. Rückwärts reinrammen. Wieder rückwärts reinrammen. Rückwärts reinrammen. Rückwärts reinrammen. Rückwärts reinrammen. Die ganze Zeit. Ich höre den Typen jetzt. El Moro haut ab. Holen wir uns das Arschloch. Wir brauchen ihn lebend. Wiederhole, wir brauchen ihn lebend. Der Leutnant haut ab. Komm her, Hackfresse. Zurück, Puto. Nimm deine Scheiße. Geil. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Los geht's. Wenn ihr Gringo schlau wärt, würdet ihr halten, mir eine Kugel verpassen und euren Scheißgeschäften nachgehen. Vielleicht mögen wir ja deine Gesellschaft. Man trifft nicht jeden Tag einen richtig harten Hund. Ich habe jetzt für diese Mission. Ich habe für diese Mission jetzt über eine halbe Stunde gebraucht, weil ich einfach nur beschissen war. Na gut, und Pech hatte. Gegenseitig umlegen wollt. Möglich. Echte Amigos sind bei dieser Arbeit selten. Aber auf Blut ist immer verlassen. Auevo. Ich mich helfe mi hermano. Wie ich immer mi hermano bin. Ich heute diesen Pendejos Wenyo und hänge seine Scheißfresse an die Wand. Wie eine Trophäe, weißt du. Ja, ich hab's vor Augen. Und ihr? Aus euren Leichen werde ich keine Trophäe machen. Ihr seid's nicht wert. Phoenix Credits. Sind das neue? Weißt du, was witzig war? El Moro wollte gerade den Wagen klauen, ne? Wollte gerade den Wagen nehmen, ne? Was mache ich? Ich steige ins Geschütz ein. Er steigt aus. Ich laufe ihm hinterher. Hol ihn ran, fertig. Fand ich witzig. Wer kommt schon auf die Idee, in das Geschütz reinzusteigen, ne?
Ich finde es aber auch geil, dass man die Zäune überfahren kann hier, ne? Landschaft. Silencio, Marche. Hat er was Interessantes zu sagen? Er ist echt sauer, so viel steht fest. No eres más que una puta. Ah, ich sehe schon. Wenn Sie Rache an Sueño wollen, bin ich das Mittel und der Weg. Sie müssen nur mit mir reden. Alles, was Sie sagen, ist für ihn ein Sacknagel. Ach, darum lebe ich noch? Er ist muy pendeja. Ihr habt meinen Bruder getötet. Ihr habt mein Blut in dieser gottverdammten Einöde vergossen. Nicht mal seine Leiche habe ich. Jetzt soll ich auch noch meinen besten Freund verraten? In was für einer Scheißwelt lebt ihr denn? Helfen Sie uns gegen Sueño. Schützen Sie sich selbst. Warum soll ich ihm das antun? Oder mir? Ubicate viaja. In dieser Wüste sind wir Männer. Wir spielen nicht solche Pincho Morito-Spielchen. Ich respektiere Sueño. Und wenn ich mich selbst respektieren soll, töte ich ihn mit meiner eigenen Kugel. Demifusca cabrona. Und jetzt habe ich auch eine Kugel für dich, Karen Bowman. Das war's, El Muro. Willkommen am Ende deiner großen Karriere. Ich mag euch, Yankees. Nächsten Erfolg. Ihr wisst immer, wie man träumt. Meine Truppen waren ausgeschaltet. Ich war wie ein König ohne Armee. Meine Generäle waren tot oder gefangen. Ich hatte keinen Schutz, nichts mehr. Was nützen Waffen ohne treue Hände, die sie halten? Ich hatte den einzigen Freund verloren, den ich je hatte. Und als ich meine Partner in Mexiko um mehr Sicarios bat, lehnten sie ab. Ich würde von den Gangs in El Salvador und Honduras anwerben. Des einen Kriegsgebiet ist des anderen Talentschmiede. Doch es würde einige Zeit dauern, sie einzuarbeiten. Zeit, in der ich eine Zielscheibe war. Und wartete, dass jemand kam. Um mich abzulösen. Hey, Sueño, du armes Stück Scheiße, tust mir so leid. La Gringa. Mach ich noch nicht. Das geht dahin. Das geht morgen dort weiter. In Libertad. Jetzt kann ich noch nachgucken, was ich ausgeben kann für Zeugs. Und dann kann ich nichts mehr machen. Ich habe bald mehr Fertigkeitspunkte, die ich überhaupt nicht brauche, ne? Ist kein Scherz. Ich habe jetzt bald schon 100 Stück und ich kann sie alle nicht gebrauchen.
Denn ich habe die Ressourcen nicht. Nomad, die ISA glaubt, sie weiß, wo Special Agent Sandovals Leichnam ist. Es heißt, Svenios Leute behalten ihn vielleicht, bis sie jeden Hinweis auf ihn vernichtet haben. Ich brauche ihn, verstanden? Ich muss ihn nach Hause holen, das schulde ich ihm. Diese Kartellschweine lassen Leichen einfach verschwinden. Sie müssen ihn finden, bevor das passiert. Verstanden, Bowman. Wir lassen keinen zurück. Cool! Ich kann jetzt Sandovals Überreste suchen. Mach ich nicht. Zumindest nicht heute. Na, no, nicht jetzt, sagen wir so. El Suenos Vorschlag. Schmuggel destabilisieren habe ich jetzt 115%, ne? Ist auch komisch, dass 115% geht. Sehr komisch. Ah, da ist es ja. Sandovals Überreste. Cool. Was ist, wenn ich das schaffe? Wenn ich Sandovals Überreste schaffe, was dann? Was krieg ich? Nichts. Nichts? Fick dich doch. Da krieg ich 10 und da krieg ich 15, richtig? 25.000. Fertigkeiten nachgucken. 1000. 3600. Geil! Ah, das macht mich wieder happy. Ich muss nur diese beiden Idioten platt machen und schon habe ich das Geld zusammen, um all die Dinger dort zu kaufen. Oh, ist das schön. Es ist schön, immer noch am Leben zu sein. Ich bin das größte, ja, ich bin das allergrößte Schwein. So, Wiederbelebungstempo habe ich jetzt auch voll. Weißt du, was mir noch fehlt? Bei Trupp? Zwei Dinger bei Verblutenzeit. Ne? Noch drei Dinger bei geborener Anführer für die KI. Schaden. Okay, kein Problem. Ne, zwei Dinger. Hab mich geirrt. Und ah, hat sie erledigt. Für Trupp Widerstand zwei Dinge, für geborene Anführer zwei Dinge, für Verbluten zwei Dinge. Also morgen kann ich wahrscheinlich Objekte vielleicht sogar fertig machen.